Ein Brand in Rüsselsheim hat eine Frau ganz schwer verletzt. Die Nachrichten in der Hessenschau jetzt mit Robert Hübner. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Opelstadt ist eine 37-jährige Frau vor allem im Gesicht schwerst verletzt worden. Ihr Ehemann erlitt leichte Verletzungen. Der Brand war wohl durch eine starke Verpuffung in der Wohnung entstanden. Möglicherweise hat der Versuch, eine Fahrradkette mit Benzin zu reinigen, die Verpuffung ausgelöst. Die genaue Ursache sollen Experten vom Landeskriminalamt klären. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die vier Kinder des Paares waren zur Brandzeit nicht in der Wohnung. Heute Morgen hat die Kasseler Feuerwehr einen Toten aus der Fulda geborgen. Um wen es sich bei dem Mann handelt, ist noch unklar. Eine Obduktion, die für morgen geplant ist, soll helfen, die Identität des Toten aufzuklären. Zeugen hatten die Leiche im Wasser entdeckt. Ein 21-Jähriger soll Kinder im Raum Offenbach, Hanau und Maintal in den vergangenen Wochen sexuell belästigt haben. Seit gestern sitzt er in Untersuchungshaft. Der Mann soll die Kinder im Alter von 8 und 9 Jahren angesprochen und unsittlich berührt haben. Die Kinder konnten weglaufen. Der Mann kommt aus dem Main-Kinzig-Kreis und hat inzwischen ein Teilgeständnis abgelegt. Nach einem Lkw-Unfall auf der A3 bei Seligenstadt ist es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen bis in den Nachmittag hineingekommen. Bereits in der Nacht war der mit Lebensmitteln beladene Kühllaster umgekippt. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Laut Polizei wollte der Mann auf die A45 Richtung Gießen abbiegen und verlor dabei, aus noch ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Zubringer zur A45 war über Stunden voll gesperrt. Die Ladung sowie mit Kraftstoff verunreinigtes Erdreich mussten abtransportiert werden. Das Internetportal T-Online schließt seinen Standort in Darmstadt und zwar komplett. Nochmal die Nachrichten mit Robert Hübner. Die Arbeit soll von Darmstadt nach Berlin verlagert werden. Von der Schließung des Standortes sind rund 120 Mitarbeiter betroffen. Die Telekom hatte das T-Online-Nachrichtenportal im vergangenen Jahr an den Ströer-Konzern verkauft. Und der Konzern will seine Internetredaktion jetzt in Berlin zusammenziehen. Vor 10 Jahren arbeiteten in Darmstadt noch rund 2000 Menschen für T-Online. Mit einer Luftdruckpistole bewaffnet hat ein Mann in Vellmar gestern Abend versucht, eine Frau auszurauben. Er schoss ihr dabei auf einem Parkplatz ans Bein und in den Arm. Die 22-Jährige konnte sich aber einen Besenstiel schnappen und den Täter damit in die Flucht schlagen. Ein Projektil musste der Frau später im Krankenhaus aus dem Arm entfernt werden. Die Polizei ist noch auf der Suche nach dem Räuber. Nach dem Feuer in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im nordhessischen Calden überprüft das Land den Brandschutz vor Ort. Eine erste vorläufige Analyse habe aber gezeigt, dass das Konzept gewirkt habe. Es habe auch genügend Löschwasser zur Verfügung gestanden. Mitte August waren mehrere Wohncontainer in Brand geraten und dabei 21 Menschen verletzt worden. Wieder zurück aus Rio ist das 250 Personen starke Paralympics-Team des Deutschen Behindertensportverbandes und zwar mit reichlich Edelmetall. Die Maschine aus Rio landete heute Morgen am Frankfurter Flughafen. Auch die hessischen Sieger sind jetzt wieder zu Hause. Handbiker Vico Merkler mit Gold, Silber brachte die Schützin Natascha Hiltrop mit. Und auch die Rollstuhl-Basketballerinnen gewannen Silber, darunter 4 Spielerinnen aus Frankfurt und dem Lahn-Dill-Kreis. Das Team holte in Rio insgesamt 57 Medaillen und belegte damit Rang 6 in der Nationen.